So, nee, weißt du was? Es geht jetzt einfach weiter. Was ist denn unser nächster Stopp? QCVA23. Ist das richtig? Ja. Hätte ich mir noch einen Fuel Scoop einpacken sollen. Nur um ganz sicher zu gehen, dass wir nicht irgendwo ohne Treibstoff hängen bleiben. Bin immer noch genervt, dass man nicht den Dings automatisch selber wählen kann, das Notsignal. Wow. Diese braunen Zwerge sind immer so schwer zu sehen. Scannen wir kurz, ob es hier noch was gibt. Ansonsten. Jawohl, da hinten ist ein Planet. Den scannen wir mal zuerst, weil wir da gerade drauf zufliegen. Und in der Zeit erzähle ich, was ich sagen wollte wegen Elite und Star Citizen. Also Elite ist ja vergleichbar, durchaus auch was Module und so angeht, also was Spielinhalte angeht, aber bei Elite ist irgendwie die Entwicklung halt anders geplant. Bei Elite ist das ja alles so gedacht, dass das über DLCs kommt und nachträglich alles und erstmal das Kernspiel rausbringen und zeigen, dass so eine große Galaxis machbar ist. Wobei jetzt natürlich noch debattiert werden kann, ob die sinnvoll ist. Aber das ist ja eine andere Frage. Uns interessiert ja zunächst mal nur, dass sie da ist und dass man sie sehen kann und was man da drin dann alles tun kann, das ist die Frage. Bisher ist da nur wenig Abwechslung, muss ich zugeben, aber ich hoffe, da kommt halt noch mehr. Haben wir noch mehr Planeten entdeckt, wie es aussieht. Können wir gleich auch noch mal schnell mitnehmen. So, und bei sowas, bei Star Citizen ist das halt, das soll alles am Stück rauskommen. Also zum Beispiel das Rumlaufen, das Landen auf Planeten. Das sind ja alles Sachen, die bei Elite noch kommen sollen. Und ich bin mir nicht sicher, wie genau das ist. Also ich habe da keine detaillierten Informationen, aber ich vermute mal, das hat auch finanzielle Gründe. Star Citizen hatte eben dieses mega erfolgreiche Kickstarter-Ding mit mittlerweile 65 Millionen erreichten Dollar. Boah, da musste ich gehen. Also 65 Millionen Dollar. Elite hatte einen Bruchteil davon, wobei David Braben angeblich ja auch viel seines Privatvermögens da reingehauen hat. Was ja ohnehin so ein neuer Trend zu sein scheint. Aber bevor ich dazu komme, erstmal weiter. Ja, Star Citizen eben am Stück, Elite nach und nach. Ist die Frage, welches Konzept ist erfolgreicher? Und zu der Sache mit dem Privatvermögen. Alter, wieso werden wir denn immer schneller? Vielleicht kennt jemand ja das Entwicklerstudio 22 Cans. Das neue Studio von Peter Molyneux. Also, wer den nicht kennt, der sollte sich dringend mal die Spiele Populous, Black and White und The Movies. Und, was war denn das andere nochmal? Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall alles Spiele, die quasi. Also bei Populous war es noch nicht so, aber bei den anderen beiden. Super Idee, super kreative Spiele, aber spielerisch irgendwie schlecht umgesetzt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir jetzt hin müssen. Dahin. Boah, ich vergesse das auch jedes Mal mit dem blöden Hyperdrive.
nicht mit den blöden, Dings, meine ich, mit den Hardpoints. Und denen wurde ja, also hier 22 Cans, wurde ja vorgeworfen, dass sie Kickstarter missbraucht hätten, um ihr Spiel zu finanzieren, obwohl Peter Molyneux ja wohl genug Geld hätte. Aber dazu hat er dann geäußert, er hat ja auch ganz viel von seinem Geld in die Finanzierung des Studios und Gründung erstmal reingehauen. Hier gibt es wieder nur Belts. Die will ich jetzt nicht unbedingt scannen. Ach, ich wollte ja die Kartendaten verkauft haben vorhin. Naja, machen wir beim nächsten Tankstopp. Der müsste auch gleich kommen. Und ich kann schon mal gucken, wo ich hin muss. Dahin. Ja, das ist richtig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so mega langweilig für euch, denn, naja, es wird auf jeden Fall am Ende sich gelohnt haben. Ach ja, und eine Sache, die ich auch noch loswerden muss, bevor mir jetzt einer auslegen kann, ich würde das ja nur machen, weil, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen, manchmal sind da Leute im Internet ja sehr kreativ. Und zwar hat ja Frontier es ermöglicht, dass es mit einem Affiliates-Programm, wie sie das nennen, möglich ist, Geld zu verdienen durch Elite quasi. Also man kann als YouTuber seinen Kanal da verbinden und den Shop, also den Shop mit dem Kanal irgendwie verbinden. Wahrscheinlich muss man dann den Link irgendwie im Video haben oder unterm Video in der Beschreibung, das weiß ich noch nicht genau. Und dann bezahlen die einem einen kleinen Anteil, wenn jemand über diesen Link dann das Spiel kauft. Und bevor mir jetzt jemand vorwirft, ich wäre so geldgeil und würde das ausnutzen, ich habe mich da auch mal erkundigt, wie das mit diesem Programm aussieht. Ich warte, wie gesagt, auf die Antwort. Und ich habe ja schon von einigen Leuten gehört, dass sie das Spiel sich zugelegt haben, weil sie hier bei mir zugesehen haben. Und das freut mich auch jedes Mal. Und falls das in Zukunft auch noch sein sollte, wäre es für mich natürlich super cool, wenn dann auch noch dabei Geld rauskommt für mich, weil, naja, das würde einfach ein positiver Nebeneffekt sein. Da hinten ist ein Schiff. So, Problem ist, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Beziehungsweise warum wir da nicht hinkommen, wo wir als nächstes hin müssen. Oder habe ich mich irgendwie verguckt? Ich glaube, ich habe mich tatsächlich verguckt, als ich das nächste Ziel von hier aus ausgewählt habe. Von da hinten kommen wir. Wenn ich jetzt aber gucke, in welche Richtung wir müssen, dann verrät das ja mein Ziel. Okay, da wollen wir hin. Ich dachte, wir kommen vielleicht sogar schon hier hin. Das ist nämlich der nächste Routenpunkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, aber das ist nicht in Reichweite. Okay, dahin kommen wir noch locker. Und da gibt es aber hoffentlich wieder eine Station, denn sonst wird es langsam eng. Och, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Der Effekt war verwirrend. Ja, also bevor mir jetzt jemand vorwirft, ich würde das ausnutzen oder so. Also es freut mich natürlich, wenn ihr das Spiel auch einfach so spielt, weil ihr es hier gesehen habt und euch das gefallen hat. Aber, ist natürlich für mich
angenehm so. Da, na toll, es gibt hier tatsächlich nichts. Shit. Sowas stand zu befürchten. Dann schauen wir uns doch mal die Signalquelle hier an. Nur weil sie direkt unter uns geploppt, aufgeploppt ist vor allem. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. No record. Wie sieht's denn mit dir aus? Die haben alle keine Schutzschilde. Warum ist das so? Das kann ja wohl nicht daran liegen, dass die KI zu stark ist und man den Spielern einen Vorteil geben will. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass sich dafür es lohnen würde, Geld, also Munition auszugeben, denn das kostet uns wahrscheinlich einfach mehr an Munition, als wir kriegen für das bisschen. Ich finde es ja übrigens toll, dass man diesen Scan nicht in einem Rutsch schaffen muss, aber warum muss man dazu die Feuertaste gedrückt halten? Naja, für jemanden ohne Schutzschilde. Na komm, wenn ich ihn jetzt so mal treffen würde, wäre das noch toller. Beides im Empire. Die Frage ist nur, bringt uns das irgendwas? Oder nicht? Alles Systeme, über die wir keine Informationen haben. Da war doch gerade eins, wo wir was zu angezeigt bekommen haben. Welches war das denn? Da stand irgendwas mit Federation. Dieses da. Da müssten wir irgendwie hinkommen. Ich fürchte aber, das wird nicht machbar sein. Und jetzt hätte ich gerne... Huch, wieso sind denn die Heat Levels critical? Und jetzt hätte ich gerne die... Emergency... Hier, Notrufsignal zum selber... Das Notrufsignal zum Selbstzünden. So, wenn es hier nicht irgendwie noch einen Outpost geben sollte, zufällig... Dann müssen wir gucken, wie wir das Problem in den Griff kriegen. Und es gibt hier keinen. Das ist eher Kacke. Wir müssten da rüber. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Ja komm, dann müssen wir einfach darüber springen, nur um unseren... Dings loszuwerden.
unser Benzin loszuwerden, damit unser Notruf angenommen werden kann. Ja, kritische Hitzelevel. Wir haben gerade andere Sorgen, ehrlich gesagt. So, und das nervt mich ja. Überhaupt das Verreisen über große Entfernungen. Ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir unseren Treibstoff loswerden, was in einem leeren System bestimmt super spaßig wird. Wir können ja einfach mal gucken, wir müssten ja nach Abi. Wir können ja mal einfach darauf zuhalten und gucken, wie viele Jahre wir brauchen, um da anzukommen. Huch, wir gucken ein bisschen zur Seite. Irgendwann gibt unser Benzin schon den Geist auf. Was auch immer die Ship Lights im Cruise Mode übrigens bringen sollen. Ja, nee, bringt uns tatsächlich alles hier gar nichts. Ist ja eher Mist. Ach, witzig, es gibt tatsächlich eine Anzeige, wann wir da ankämen. Also zumindest verringert sich die Zeit. Mal gucken, wie schnell wir noch werden. Aber wir müssen auf jeden Fall darüber. Im Zweifelsfall müssen wir erstmal unseren Sprit verfahren. Jetzt habe ich neulich gelesen, einen Artikel, in dem es heißt, YouTuber müssen gar nicht verschweigen, was sie da mit diesem YouTube-Partnerprogramm verdienen würden. Fand ich auch interessant. Also da stand sogar drin, also war ein Auszug aus den, das macht ja Google AdSense hier, die da die Werbeanzeigen bereitstellen und so. Und in den Nutzungsbedingungen von AdSense steht drin, dass es völlig unerheblich ist, also dass es Google überhaupt nicht interessiert, ob man seine Einkünfte, die man über AdSense macht, offenlegt oder nicht. Natürlich ist es immer noch Sache der Leute, ob sie ihr Gehalt offenlegen. Da gab es so eine lustige Aktion von, boah, wer war das nochmal? PewDiePie oder so? Einer von Deutschlands größten YouTubern auf jeden Fall, der irgendwie in einem Interview war mit Stefan Halaschka, der ihn dann wohl angeblich, also ich habe das nur aus diesem Artikel, ich habe dieses Interview nicht gesehen oder so. Aber der versuchte dann aus ihm rauszukriegen, was er denn eben mit YouTuben verdient. Und der hat ihm das halt nicht gesagt. Ist ja sein gutes Recht. Und dann hat er, wie man das heute so macht, als, naja, wenn man irgendwie jemanden nerven will oder so, oder wenn man irgendwie einen Internet-Trend starten will, hat er einen Hashtag ins Leben gerufen. Irgendwas mit Stefan Halaschkas Gehalt oder so. Um mal herauszufinden, was er denn so verdient, weil, naja, damit er weiß, was die Frage da für eben jenen YouTuber bedeutet. Aber dann würde mich mal interessieren, woher diese Behauptung kommt, dass YouTuber nicht verraten dürfen, was sie verdienen. Also professionelle YouTuber. Haben die sich das unter sich ausgedacht? Oder woher kommt das jetzt? Ich frage mich, ob sich diese Zahl da übrigens noch reduziert auf 5,35 Lichtjahre, bevor wir keinen Treibstoff mehr haben. Aber
Immerhin schon mal beträchtlich, dass wir schnell genug werden, um da in 5 Tagen hinzukommen, beziehungsweise 6. Kennt ihr das übrigens, wenn ihr so ganz spontan und unvorbereitet Hunger auf irgendwas kriegt, was ihr vor allem in dem Moment gerade gar nicht haben könnt? Ich kriege gerade unglaublich Lust auf Apfelkuchen. Frag mich ja nicht warum und frag mich nicht, warum ich das jetzt erzähle. Ich meine, es interessiert wahrscheinlich keinen, auf was ich gerade Hunger habe. Aber in mir ist ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr nicht nur zuguckt, weil ihr Elite interessant findet und darüber möglichst viel wissen wollt, bevor es da ist und ihr selber spielt oder was auch immer, sondern ich habe auch immer ein bisschen die Hoffnung, dass ihr wegen mir zuseht und dass ihr meinen Spielstil mögt und meinen Kommentationsstil. Kommentation, sagt man das so? Nein, meinen Kommentarstil, was auch immer. Und mein Spieleangebot natürlich. Ich glaube, ich setze mich jetzt auch die Woche mal hin und spiele die beiden Star Trek-Spiele, die ich da noch hatte, komplett durch. Bei Bridge Commander ist das keine große Herausforderung, denn wenn man weiß, wie das Spiel geht und mit den Mods, die wir da drin haben, also die ich da drin habe für das LP, da dauert das einen Abend, wenn man sich halt den ganzen Abend Zeit nimmt, dann hat man das Ding durch, für maximal in 2. Vor allem, das Spiel hat ja so jetzt nicht direkt Rätsel. Boah, das ist schon ziemlich unspannend, muss ich sagen. Und genau das ist der Grund, warum ich das Notrufsignal von Hand haben will. Wir können ja auch gerade nicht unseren Benzinverbrauch irgendwie erhöhen. Aber wer weiß, wie schnell wir noch werden. Immerhin sind es jetzt nur noch 3 Tage. Also, wenn ich das jetzt so laufen lasse. Aber ich glaube, mir geht tatsächlich vorher der Sprit aus. Ganz einfach. Wisst ihr, was das Beste ist? Wahrscheinlich bräuchten wir den Sprit gar nicht, den wir gleich. Also wahrscheinlich müssten wir da gar nicht hinfliegen, wenn wir jetzt gleich den Notruf starten. Ich gucke jetzt mal in die Tastenbeschreibung, ob da nicht irgendwo was steht. Von wegen Distress Beacon oder so. Das wäre es ja noch. Also eigentlich fände ich das schon echt fies. Und es gibt gerade mal irgendwie eine Beschäftigung. Da musste ich kurz gehen, Verzeihung. Vielleicht ist das hier bei Miscellaneous. Ein Hotkey für die Galaxy Map. Den lege ich mal kurz fest. Aber offensichtlich haben sie jetzt den Bug gefixt, dass man auf das Ding eingezoomt bleibt. Da habe ich tatsächlich auch ein Ticket für gemacht. Vielleicht hatte das ja damit zu tun. Ja, offensichtlich gibt es keine Taste für den Notruf. Aber es sind nur noch 2 Tage und wir sind bald bei tausendfacher Lichtgeschwindigkeit. Aber unser Sprit ist gleich leer. Wir sind schon auf Reserve. Und an der Distanz hat sich tatsächlich überhaupt gar nichts getan. Schön übrigens, dass je mehr Reserve man anknuspert, desto. Na, was will ich denn sagen? Desto mehr verbraucht man sie auch. Ja, vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ja, es kommt mir nur so vor. Na, erreichen wir noch die tausendfache Lichtgeschwindigkeit.
Also das ist mit kleinen Schiffen bei langen Reisen ein Schwachpunkt, muss ich sagen. Da hätte ich mich vielleicht besser vorbereiten müssen, aber es kann nicht sein, dass man vom Spiel quasi gesagt kriegt, mach alles selbst. Also ein bisschen mehr unter die Arme greifen wäre da schon nett. Und vor allem selbst auswählbare Notrufsignale wären ganz toll. Bin fasziniert, dass der Motor tatsächlich immer noch weiter hochdrehen kann. Das ist ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben das hier einige gespielt, vielleicht aber auch nicht, bei GTA, bei den Spielen so um Teil 3, also Vice City und San Andreas. Bei 3 ging das noch nicht, weil es da noch keine Motorräder gab. Bei Vice City und San Andreas, wenn man da mit einem Motorrad gefahren ist, das wirkte auch immer, als hätte das Motorrad eine unendliche Gangschaltung. Witzigerweise aber nicht mehr, wenn man das auf einem aktuellen Rechner spielt. Boah, es ist die Zahl, die Entfernung ist geringer geworden. 5,35 Lichtjahre sind es jetzt nur noch. Krasse Sache. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein Ticket über den fehlenden Distress-Beacon-Button schreiben. Denn ich finde das nach wie vor einfach unkomfortabel und das... Also, fürs Let's Play ist das jetzt doppelt ärgerlich. Weil, naja, jetzt mussten wir hier uns den ganzen Quatsch antun. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern, ist ja gleich rum. Und das für nichts. Außer für die Tatsache, dass wir festgestellt haben, man könnte tatsächlich von System zu System fliegen, ohne Hyperraumsprung. Die Frage ist, ob es Systeme gibt, die so dicht beieinander liegen, dass das sinnvoll wäre, einfach nur, um es mal gemacht zu haben, sozusagen. Und ich glaube, wir haben einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. So schnell waren wir in dem Spiel bisher noch nie unterwegs, glaube ich. Aber wir haben ja noch ein bisschen... Na, auf jeden Fall, wenn man die GTAs auf einem aktuellen Rechner spielt, dann erreicht man auch mit dem Motorrad irgendwann das Ende der Fahnenstange mit dem Gang. Aber bei älteren, wo das noch ein bisschen, also wo der tatsächlich die Stadtteile noch nachladen musste und das nicht einfach sofort ging, da musste man ja dann auch öfter bremsen oder so. Wenn man da noch keinen High-End-Rechner hatte, also zumindest bei mir war das damals so, dass ich dann, um nicht voll gegen die Mauer zu rasen, immer mal wieder bremsen musste und so entstand dann das Gefühl dieser unendlichen Gangschaltung, die ja auch immer so... Die ging halt immer so. Und das die ganze Fahrt über, weil man ja auch ständig dann Drifts gemacht hat und so weiter, also Sachen, die mit einem Motorrad eigentlich besser nicht gemacht werden sollten, aber das hat GTA ja noch nie interessiert. Interessante Frage wäre jetzt, wenn wir dahin flögen, kämen wir denn dann da auch an? Oder... Nicht. Also hätte der dann, würde der in unsere Instanz wechseln. Eigentlich könnte ich aber gleich mal nochmal kurz unterbrechen. Also ich warte jetzt einfach noch, bis der Notruf dann endlich losgeht. Aber nur, weil ich noch so viel erzählt habe währenddessen, sonst hätte ich das schon von Anfang an weggeschnitten. Aber wie gesagt, das kommt dann einfach in eine längere Folge. Schön, und wir hängen hier jetzt einfach fest. Das wäre ja noch viel geiler, wenn wir hier jetzt einfach verrecken.
Und das sieht scheinbar so aus. Das ist ja richtig mega kacke. Auf jeden Fall wird unser Schiff sehr, sehr kalt gerade. Man hört es ein bisschen gefrieren. Ja, finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Wir können uns unser Schiff immerhin selbst leisten, aber das ist halt einfach richtiger Scheiß. Was soll das denn? Wo ist denn das blöde Notsignal hin? Wieso gibt es das nicht? Muss man das jetzt extra kaufen oder? Das entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Aber wenn hier nicht bald was passiert, können wir auch einfach direkt die Selbstzerstörung zünden. Spannend ist es auf jeden Fall nicht. Schade, ich dachte, die Teile bewegen sich vielleicht sogar, aber scheinbar tun sie das nicht. Ja, so viel dann also dazu. Naja, ich lasse das hier jetzt mal nicht runterlaufen, denn was dann passiert, ist klar. Ich unterbreche das einfach mal und bin dann gleich wieder da. So, und da bin ich auch direkt schon wieder. Was ist jetzt passiert? Ich war kurz im Hauptmenü, um zu gucken, ob uns vielleicht mehr Glück im offenen Spielmodus beschieden ist. Aber das sieht nicht so aus. Stattdessen hört man es schon wieder knistern. Und ich bin immer noch entsetzt über das Fehlen des, ja, des Dingsbums. Aber ich möchte auch mal diesen Erstickungstod nicht vorenthalten. Haben wir das wenigstens auch mal gesehen. Und das ist schon sehr beklemmend irgendwie. Müsste einem dann nicht auch so ein bisschen schwarz vor Augen werden oder so? Ja. Das ist echt ein bisschen creepy. Und tschüss. Ach, interessant. Dann explodiert das Teil einfach. Ja, das sehe ich auch.